Bubble ist jetzt der Mentor. Toby ist eigentlich der Mentor, aber. Ach so, Bubble. Ja. Okay, ich verstehe. Freitod für AT-Mentor. Jetzt hat der Mentor gerade den. Da kam schon den ersten Team-Attack. Oscar hat schön einen in den Rücken gekriegt gerade. Tizian macht einen Linksklick auf den ersten. Da geht es ein bisschen wild zur Sache. Auch sehr schnell. Die Messerrunden sind in dieser Premier League in der letzten Zeit sehr schnell. Das geht für Attacks aus. Die werden wohl CT starten. Vermutlich. Wollen sie stehen bleiben, wollen erstmal in Ruhe den Ingame-Sound. Ein Ticken lauter. Ein Ticken lauter, okay. Dann gehe ich mal kurz ein bisschen lauter. So, das müsste jetzt auch schon reichen auf dem Stream, hoffentlich. Wenn nicht, nochmal Feedback im Chat. Dankeschön, dass ich ein nicer Caster bin. Es freut mich. Danke, Snow. Freut mich, dass du da bist. Freue mich über jeden, der heute hier zuschaut. Schau mal, was Attack so machen kann. Attack startet, wie vermutet, auf Seiten CT. Und ich vermute, sie werden sogar 3 auf B stellen, die erste Runde. Nein, die tun es nicht. Okay, dann spielen sie sehr safe. Sie werden schön, falsche Farbe, sie werden zu zweit die Mitte decken. Einer wird im Pit stehen oder oben in den Teppichgang reinlurken. Erster Kontakt war in der Mitte schon. Lomme springt da ein bisschen hin und her und versucht dort ein bisschen Informationen zu bekommen. Mit der Flash in der Hand hat sich eine Smoke und 2 Flashes geholt. Es kann ein Mitte-Go werden mit reinflashen. Man ist schon oben im Apartment drin. Mal gucken, das sieht nach einer sehr schnellen Pistole aus. Der Kontakt im Haus fällt. Direkt der Oscar ist tot. Was ist denn da los, Jungs? B kommt gar nichts. Lomme aimt die Mitte ab. Kadian steht in der Banane für die Rotation. Bubble steht jetzt oben close am Balkon. Wir schauen mal gerade, was da jetzt close passiert. Wird hochgeboostet. Crispy hüpft aus. Wird geboostet, stimmt ja gar nicht. Hüpft selber hoch. Hüpft auf den Karren hoch. Will es jetzt nochmal Richtung B gehen? Es wird ein B-Split. Es wird ein B-Split. Tenski ist durch. Er ist Highway durch. Er kann jetzt CT callen. Nichts da. Leute, kommt durch. Einer hinten im Quad gesichtet. Cyrusen steht da. Ist gecallt. Jetzt geht schnell. Rumkommen. Headshots geben. Auf geht's. Cadian, dein Druck. Die CT-Rotation kommt schon rein. Mal gucken, was es ausrichten kann. Victor kommt rum, aimt direkt auf Särge. Letzter Quad gecallt. CT kann umgedreht werden. CT kommt schon. Die Rotation Crispy in der Banane. Push hinter Kenny. Macht den One-Shot. Macht den Shot ins Gesicht. Tenski verliert das Duell gegen Tizian. Tizian geht direkt weiter und holt sich den nächsten. Guter Headshot. Schöne USP-Skin. In der Smoke. Oh! Da schießt er ihm durch die Smoke einfach in die Schulter. Durch die Smoke. Crispy und Tizian machen die Runde. Alleine quasi. Der Caster Jitko ist übrigens falsch. Ich bin nicht Jitko. Ich bin der Reich. Ist aber nicht schlimm. Ist okay. Schöne Pistolrunde. Auf geht's, Atax. Die UMPs sind hier am Start. Cyrus nutzt sich eine UMP. Und ECFN auch. Da ist natürlich die Gelddruckmaschine. Bei Rogue wird nochmal gekauft, ein paar Granaten, also 2 Smokes, eine Decoy mit dem P250s, 3 Stück am Start, 4 Stück am Start. IAE wird jetzt noch delayed, Oscar im Pit, im Sandkasten, aimt oben dem Balkon ab, aber noch kein Push, kein schneller Go. In der Mitte wird noch gewartet, Bubble close, in der Mitte steht vor der Kreuzung, wird jetzt hoch auf lang pieken, versuchen dort einen Headshot zu ziehen, smoked lang weg. Dann wird es ein schneller Kurzpush werden und dann werden wir gleich onside direkt gucken, wie ECFN reagiert. Oben ist abgesmoked, Cadian kann das callen, darauf muss jetzt gewartet werden, dass die Smoke wegfadet. Gleich kommen die Nades raus, jetzt kommt die Bounce Flash. Jetzt kommt sie geflasht. Achtung! Wo kommt die Flash? Keine Flash! Und alle brennen. Alle brennen. ECFN. Alle tot, fast. Letzter fehlt. Falsche Mitte. Cyrusen, dein Frag. Hol dir die Kohle. Ja, kann man machen. Man kann auch einfach stehen bleiben. Schöner Headshot von Cyrusen. Auf geht's, Attax! Sehen wir das? Oh, ein technisches Technical Timeout. Ich muss versuchen, das also auf Deutsch zu machen. Ich bin das auf Englisch eigentlich gewohnt. Ein technisches Timeout von Rogue. Wir haben gerade gesehen, dass in der falschen Mitte, Richtung Mitte, einer AFK stand oder ein Lag hatte oder irgendwas, vielleicht Frame Drops. Man weiß es nicht. Und jetzt hat Rogue die Pause gecallt, ist aber direkt wieder weg. Scheint wohl gefixt zu sein. Im Matchmaking würde man jetzt sagen, wurde die Mutter aus dem Zimmer geschmissen. Aber ich denke, bei dem wird das nicht der Fall gewesen sein. 2:0 für Attax. Ich freue mich voll. Ich freue mich wirklich voll, dass wir Attax heute casten können. Ich mag die Jungs sehr. Ich versuche natürlich unparteiisch zu sein, so gut es geht. Es kommen Double Nades runter in die Banane. Falls der Banane-Peak gekommen wäre, wären sie dort jetzt gefallen. Die Waffen können gekauft werden, denn die Bombe lag in der ersten Runde. In der Banane ist auch schon der erste Headshot fällt in der Mitte. Bubble ist nicht gestorben in der Banane. Der hat nur die Shots durch das Wood gekriegt. Die Flash
blendet beide. Cadian kann pieken. Gute Support-Flash an dieser Stelle. Oscar steht auch noch close in der Banane im Apartment um einer drin. Tizian hat den Kontakt mit den ersten beiden im Haus. Erster fällt, zweiter nicht. Tizian macht den Refrag Crispy. Kann jetzt hier mithalten. Endlich ist auf Boiler Room. Boiler Room fällt. Im Haus kann Bushman 2 gegen 2. 8 HP und 100 HP gegen 46 und 100. Oben Crispy weiß, dass einer raus ist. Lomme in dem Fight. 1-on-1 fällt. Oscar gegen 2. AK gegen UMPs. Andersrum. AKs gegen UMP. In die Bibliothek, er geht in die Library rein. Er weiß, dass einer low ist, denke ich. Wenn der Banane die Hits gecallt wurden, davon gehe ich mal stark aus. Und er wartet. Er wartet auf Füße oder auf den Kopf. Er sieht niemanden hinter der Kiste. Jetzt aimt er gleich links im Pit ab, rechts im Pit ab und guckt rechts um die Ecke. Rechts im Pit abgeaimt und jetzt? Rechts die Ecke abaimt. Oscar? 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 Oscar! 4-3. Also die Auflösung 4-3. Vermutlich. Sonst hätte er den Typen nämlich gesehen. In dem kleinen Kabuff. Auf B, auf A. Ach Leute, ich sag's euch. Ich bin ziemlich durch heute. Bitte seht mir das nach. So, 2-1 Atax. Ihr könnt nochmal voll kaufen. Abgesehen von ein paar Nades und Cyrus hat sich keinen Kevlar holen können. Aber dafür die Smoke, um ein bisschen zu delayen. Ist auch nicht schlimm. Bombe wurde vorm Haus gedroppt von den Ts. Mitte kam die schnelle Flash. Bubble piekt direkt in die Banane hinein, wird dort jetzt gleich von der AWP gefaced. Cyrus macht den Shot nicht. Weiß jetzt aber, dass eine AWP auf B steht. In der Banane wird jetzt vorsichtig gespielt werden. Mitte ist man schon oben. ECFN könnte jetzt die ersten Shots setzen. Kommt der im richtigen Timing rum? Kommt er rum? Jetzt hört die Granate. Erster Feld, zweiter Feld. ECFN, gute Chance. Gute Chance. Macht den dritten. Macht er den dritten. Er kriegt Support von Crispy. Crispy fällt aber. ECFN, hol dir den. Komm, auf geht's. 5 Schutz. Schuss meine ich. Bubble geht jetzt auch in die Mitte hoch, will supporten. 3 gegen 4, Vorteil für die CTs. Sauber runterspielen. Jetzt entspannt machen. Ihr habt nichts zu verlieren. 2-2 aufstellen im Pit und Onside. Sehr sicher von Oscar und ECFN. Da kommen die Nades. Argo kann jetzt gecallt werden. Die Shots kommen. Molly wird ihn auch hinraffen. ECFN macht den Frag vom Spot, holt sich den auf den jawoll, ja! 3-1, das konnte ich gar nicht so schnell reden, wie ich wollte. Da ging es so schnell, die kamen aus dem Pit raus, einer über Short. Und auf dem Balkon sind die ersten gefallen und unten auf kurz, direkt close Richtung Spot, der nächste. Schnelle Runde von den CTs. Gut gespielt, Atax, so kann es weitergehen. Den Fehler für die eine Runde haben wir jetzt gerade wieder ausgebügelt. Schlimm wäre es geworden, wenn Rogue die Runde jetzt geholt hätte. Dann hätten sie die CTs, also Atax, in eine Eco-Runde oder in eine Force-Bite zwingen müssen und dann eine Eco. Und somit haben sie das verhindern können. Sehr schön. Jetzt geht's schnell über die falsche Mitte. Mit Tech-Train. Der Tech-Train. Cyrus macht den ersten Shot mit AWP in der Banane. ECFN. Hat er was gehört in der Mitte? Hat er was gehört? Crispy? Ich glaube, sie haben keine Granate gehört. Man hört die Granaten ja, wenn die den Splint rausziehen. Roger, danke für dein Feedback. Schreib das ruhig ins Forum. Ich lese mir jeden Feedback-Post lese ich mir auch durch. Danke, Ferrato, auch an dich. Ausrufezeichen Feedback in den Chat, dann könnt ihr mir das alles im Forum schreiben. Ich lese mir jeden Post durch und werde mir alles zu Herzen nehmen, was konstruktiv ist. Crispy, auf kurz, hinter der Säule. Die Smoke liegt noch. Es wird nachgenadet, man hört die Granate, wurde gezogen. Es wird lang weggesmoked. Kurz reingeflasht, die Re-Smoke liegt, die Re-Smoke liegt. Bubble, holt den Refrag. ECFN, macht 2. ECFN fällt. Tensky macht den Frag. Oscar steht im Pit, aimt schön auf Short. Letzter kann gecallt werden, hat mit der UMP einen Kill gemacht. Oder hat sie jetzt die UMP gepickt? Das habe ich nicht genau mitgekriegt. Ich denke, er hatte die UMP. Weil ich weiß, hatte kein CT die UMP in der Hand. Tensky an CT-Bogen. Da kommt die Flash. Man predicted so ein bisschen rein. Die Bombe ist auf kurz gecallt. Oscar konnte das, soweit ich weiß, sehen. Jetzt wird rotiert. Da seht ihr direkt, wie gerannt wird. Oscar. Wer macht den Frag? Oscar. Ab ihm. Gut geduckt, Oscar. Guter Shot. 10 AP am Heu. Er kriegt ins Gesicht. Im Flug. Da kommt der Molly zum Delay in 8 Sekunden. Jetzt muss der Plant kommen. Rechts in der Kiste, der einzige Spot zu planten. Jetzt muss er durchziehen. Komm, Cyrusen, holen wir. Jawoll. Schön gemacht von Tizian. Direkt die Crossfire-Position genommen. Da wird direkt die bessere Waffe gesaved. Cyrusen kann sich noch die Ave mitnehmen. Onside oder die M4. Bitte save die Ave. Tizian, nimm doch die Ave mit. Jetzt haben sie M4 und Ave gesaved. Sehr gut. Die meiste Kohle noch rausgeholt. Aber wie ihr seht, muss Atax jetzt 3 Waffen
kaufen plus Full Equipment. Das heißt, man muss ein wenig Waffen droppen und sich ein bisschen selber equippen. Also Kevlar kann man ja nicht droppen, aber Waffen werden gedroppt. Kevlar und Nades muss man selber kaufen. Und wenn man das jetzt die ganzen Runden durchhalten müsste, dass nur noch zwei CTs überleben am Ende der Runde, dann hat man ein Problem mit dem Money Management. Dann muss man sehen, dass man irgendwann mal vielleicht eine Eco oder einen Rush oder einen MP-Push vorbereitet. Bubble, Close, in der Banane. Kann er den Frag machen? Cyrus durchprojekten, komm, einmal durchschießen. Ja, er schießt durch, als hätte er mich gehört. Als hätte er mich gehört. Unglaublich. Lomme aimt oben die Apartments ab. Will gucken, ob einer durchrennt. Die brauchen die Informationen. Oscar mit der Mac ins Gesicht. Fies, Victor fällt. Lomme im Fuchsbau. Da liegt noch die Smoke, keine Information möglich. An dieser Stelle für ihn. Bubble close. Mit 47 HP kann er dort nicht mehr viel machen, es sei denn, er setzt einen Shot in den Kopf, wenn einer versucht zu pushen. Und hat dort auch einen kleinen Schattenvorteil, wie ihr seht. Ihr seht, wie die Schatten von den Bäumen fallen und so, dann könnt ihr auch vermuten, wie das Licht von dem Model fällt. Also sieht man den Arm und den Schatten, bevor der Typ rumkommt, wenn man die Sachen denn eingestellt hat. Crispy steht im CT-Bogen in Arch und aimt die Mitte ab, will dort ein bisschen defensiver stehen. Und onside sehen wir ECFN, der kann auch Richtung Long rotieren. Aber jetzt geht's in der Mitte zurück. Bubble ist offensiv. Vom Spot. Tizian Molly. Bisschen Zeit rausholen. Der Molly liegt ein paar Sekunden. Crispy macht einen Frag. Jetzt wird's schnell in der Banane. Versucht noch den Plant zu kriegen. Wir schauen mal, was passiert. Cyrus steht mit der AWP. Verschießt. Erster Down. Tizian hat die nächste Chance, den zweiten zu holen. Kriegt aber den Headshot. Wenn Cyrus fällt, haben wir einen Vorteil. Haben die TS einen guten Vorteil mit der AWP. Naja, durch die Smoke kann man's machen. Sehr schön gespielt. Vier Leute überleben. Somit kann man ein wenig Geld sparen. Schön gemacht. :5:1. So kann Attax doch starten, oder? Gar nicht mal so schlecht. In der Banane wird langsam angespielt. Man kann jetzt vielleicht mal suchen mit den Granaten, mit den Smokes, die man hat. Immerhin hat man vier Stück dabei, ein paar Flashes und ein Molly. Man könnte versuchen, mal die Mitte anzuspielen, mal beide Seiten wegzusmoken und durch eine durchzuflashen und zu pushen. Also, dass man in den Rücken flasht quasi und rückwärts durchpusht, auf lang CT und ein B-Split mal spielt. Da geht's jetzt schnell. Crispy, ECFN machen direkt die ersten Frags. Cadian holt den Refrag. Tensky macht auch einen, aber Crispy ist zur Stelle, holt sich den Cadian direkt weg. Crispy kann den letzten auf kurz callen, kriegt dort jetzt auch gleich Support von der Mitte. Bombe ist down, kann er callen. Sehr gut, die Smoke kommt aber zum Delayen ein bisschen. Er wird versuchen, die Bombe noch zu picken und den Plant noch hinzukriegen. Oscarish versucht mit der Granate ein bisschen gegen zu naden, hat predicted, dachte sich, oh, da ist er vielleicht jetzt schon an der Bombe. Wenn ja, macht das guten Schaden. Crispy oben am Balkon hat den Kopf gesehen. Und er macht den Frag. Sehr sauber gespielt, drei Leute überleben. Gute Runde für Attax. 6:1. So muss man das spielen. Auf dem neuen Inferno. Schön. Diesen Win braucht Alternate, um ein bisschen Land wieder gut zu machen. Mit den letzten vier Niederlagen in Folge haben sie sich keinen Gefallen getan. Jetzt gibt es einen schnellen Pistol-Go Richtung Mitte vermutlich mit einer Flash zum Reinflashen. Und der erste fällt. Crispy. Refrag. In der Mitte fällt ECFN gegen Tensky. Jetzt mal Mitte oben. Man hat zwei Waffen picken können. Und eine Granate, ein Molotow. Der CT-Molotow breitet sich schneller aus als der T-Molo. Tensky pusht direkt in die Library rein. Wird dort versuchen. Nicht nur versuchen, er macht den Kill. Die spielen eine Pistol-Runde. Und die spielen sie so gut. Die spielen sie so gut. Ja, Cyrus, die würde ich safen. Jetzt würde ich rennen. Oh, aber nicht Cyrus. Cyrus. Ja, ich habe schon gelesen im Chat. Sechs zu zwei. Jetzt haben sie eine schnelle Pistolrunde gespielt, sind die Mitte hochgegangen, haben die zwei Frags gemacht, konnten sich die Waffen direkt picken und damit dann den Druck Richtung Side erhöhen und planten. Das war sehr gut. Das haben sie gut runtergespielt. Zwei Ts haben überlebt. Die Waffen konnte man direkt mitnehmen. In die nächste Runde.
Lommel predicted da ein bisschen oben durch die Wand durch und setzt auch einen Shot auf Oscarish oben im Kissengang, würde ich schon sagen, im Teppich. Oben im langen Gang, oben im Haus hat er da ein bisschen Damage gemacht. Oscar steht dort mit der Mac close an der Treppe. Da kommt jetzt auch schon eine HE rein, die kann er natürlich direkt predicten gleich und geht er zurück? Nein, er bleibt stehen. Er bleibt stehen. ECFN macht einen Frag, Oscar holt sich jetzt die AK und somit hat man wieder den Vorteil. 5 gegen 3. Im Haus kann jetzt nicht zurückgezogen werden. Bisschen offen Spot. In CT kann man nicht mehr verschieben. Ist CT offen? Nein, CT ist jetzt gleich nicht mehr offen. Crispy wird CT halten. Ja, CT kann nicht durchgepusht werden. Cyrus macht einen Frag auf B. In der Banane wird jetzt versucht werden, dort die CT zu smoken und vielleicht onside zu flashen. Eine Flash, zwei Smokes hat man noch. Cyrus holt sich aber Cadian. Cadian hat da keine Chance mehr. Jetzt will er die AWP wahrscheinlich helfen. Was macht er? Smoke nochmal nach. Und er fällt. Und er fällt einfach. 7 zu 2. Sie drehen den Spieß erneut um. Ganz wichtige Runde. Eine richtig saubere Runde von Attax. Ist echt stark. Auf CT ist das wirklich stark. Ich bin gespannt, was Attax auf CT, auf T-Seiten hinzaubern wird. Die Offensiv-Smoke in die Mitte kommt, da kann man in die Second mit reinpieken. Und der AWP-Frag in der Banane ist doch geschenkt. Was macht Bubble denn da? Er rennt ihm einfach rein. Crispy in der Mitte gegen die AWP, fällt. KD macht den Frag. Gut abgeaimt auf A-Lang. Der Molly geht under the roof, versucht dann hinter der Säule ein bisschen Damage zu machen. Falls einer stehen würde, steht aber keiner. Glück für die CTs. 4 gegen 4. Es wird sich Richtung A orientiert. Auf A-Lang steht Lommel schon mit der Tech 9. Close. Wird dort versuchen, an die Waffe zu kommen. Aber ECFN hat andere Gedanken dabei. Der macht den Frag. Er lässt ihn gewähren. ECFN. Er hält lang nicht mehr. Ob das nicht ein Fehler ist? Jetzt wird Lommel an die M4 kommen. Er hat die M4. Ich denke, es wird ein CTB-Split. Die Bombe müsste sich jetzt zurückziehen. Über Highway kommt Cyrusen mit der AWP. Ein bisschen CT ab, dass dort keiner in den Rücken fällt. Stehen sie gut. Und Lomme. ECFN macht einen Headshot gegen Victor. Wahnsinn. Das geht schnell. Lomme versucht zu pushen. Wird aber abgefangen. Onside. Oscar macht den nächsten Frag. Und holt sich den nächsten auf Short. Zwei Headshots, aber richtig schöne. Cadian hatte da keine Chance. Onside war zwar total weiß und musste sich zurückziehen. Aber Oscar stand super im Pit. Konnte ihn richtig gut supporten. Das sieht echt krass aus. Was machen die Jungs mit den Spielern von Rogue? Das ist ja major verdächtig. Attax, gute Leistung, weiter so. Wird man jetzt offensiv in die Banane reingehen? Ja, es wird ein Banane-Go, ganz schnell. Die HE kam rein. Man wird den Plant, kriegt man den Plant hin. Oioioioioi, Lomme zieht rum. Macht den Frag. Tizia macht einfach mal drei Kills. Holt die Pistole raus und schießt noch zwei über den Haufen. Was ist mit dem Jungen los? Der ist on fire. Super, so möchte ich das sehen. Katie hat versucht, dort noch einen zu kriegen. Nicht der Fall gewesen. Molotov wird jetzt Richtung Construction geschmissen, um dort ein bisschen Zeit zu schinden. Die Smoke für Banane kommt raus, da kommt eine Flash on-site. Cadian hat aber gleich den Peak. One-on-one. Und er gewinnt das AWP-Duell. Steht aber hinten in dem Molotov-Cocktail. Kann Cold werden. Jetzt kommt die HE. Wird er fallen? Er ist tot. ECFM macht den Frag. Letzter im Dark. Und fällt! Kein Problem. Attax spielt das trotzdem sehr souverän runter. ECFN ist on fire wie eine Sprenkleranlage. 14-0-5. 29 Punkte. Sehr stark. Auf geht's. Wird es das 10 zu 2 werden? Man hat sich mit diesen neuen Runden auf jeden Fall schon mal ein gutes Polster erarbeitet. Ich weiß nicht so ganz, was die Jungs von Rogue da veranstalten. Sie scheinen so ein bisschen, naja, planlos. Oh, der Tower wird wehtun. Zack, Haekel, Kobe Bryant. Wie zu seinen besten Zeiten. Und er macht trotzdem noch den Frag. Der Junge hat einfach die Balls of Steel. Wer geht da mit 7 HP noch mit der Ave rein? Zeig mir ein. Ja, okay, hier. Wir haben ihn gerade in der Ego-Perspektive.
Crispy. Im Construction einer drin. Kadin. Die Smoke. Oh, zwei Smokes verschmissen. Und eine Flash. Crispy kann durchpushen. Wird er es machen? Oi, Lomme. Schießt einfach mal durch die Smoke. Und hat ihn direkt. Oscar kann jetzt safen gehen. Tja, jetzt wollen sie handeln. Was macht Oscar? Tensky unten schon. Second mit am T-Spawn. Haben aber kein Date. Nein, haben sich verpasst. Er hat ihn nicht mal gesehen. Aber wird natürlich darauf spekuliert, dass er irgendwo im Boiler rumhängt. Und es wird gemeinsam über die Banane verschoben. Okay, den wollte nochmal sicher gehen, hat nochmal hinten geschaut, ob da wirklich keiner mehr steht. Nice. 9 zu 3. Kein Timeout von Rogue. Kein Tactical Timeout bisher. Wäre jetzt mal an der Zeit, ein Timeout zu callen. Um zu gucken, was könnte man nochmal so spielen und die nochmal überraschen. 9 zu 3. Wenn man jetzt natürlich das 9 zu 4 spielen würde, hätten sie Money-Probleme. Also die Runde ist für Rogue unglaublich wichtig. Drei Leute auf B. Sie predikten halt nochmal, dass es ein schneller B-Go wird. Aber wie wir sehen, geht in der falschen Mitte direkt die Luzi ab. Mitte ist schon wieder offen. Zwei fallen in der Mitte. Crispy ECFN waren zu offensiv, sind die Mitte runtergeputscht. Jetzt Kadian mit der AWP, versucht die Bananenrotation aufzuhalten. Hört die Steps, sieht den Schatten, schießt daneben. Kadian fällt. Kadian fällt. Lomme onside, Bubble, alles abgecheckt. War nur zwei auf A, haben sie gut predicted. Sie mussten kein taktisches Timeout nehmen, denn sie haben das jetzt gerade instinktiv und intuitiv sehr gut runtergespielt. Der Molotov geht Richtung Library, um dort ein bisschen Zeit zu schinden. Einfach mal reinsprayen. Cyrusson macht noch einen Frag. Tensky holt sich Oscarish. Jetzt kann die AWP gepusht werden. Er versucht dort ein bisschen Druck zu machen. Er wartet an Highway. Wird dort aber nicht fündig. Tensky. Ui, da wollte er nochmal quickscopen und durch die Wall schießen. Durch das Fenster. Jetzt hat man natürlich ein Problem. Alternate Attacks hat jetzt kein Geld. Haben einen AWP gesaved. Oscar holt sich eine Mac 7 für das Haus. Und die anderen holen sich zwei Deagles und eine P250. Kann man spielen, wenn die AWP B alleine halten kann. Mitte kam die Offensive Flash. Da kann man den B-Go direkt schon callen. Warum ist die Rotation nicht da? Warum ist die Rotation nicht da? Jetzt rotieren sie. Jetzt rotieren sie. Kann er durch die Smoke noch einen Frag machen? Die Mollys liegen sehr gut. Er hat keiner Vision. Er hat keine Ahnung, wo sie stehen. ECFN. Erster. Kam gerade T durch die Smoke gepusht. Vorteil für ihn. Waffe konnte gepickt werden. Crispy hat jetzt die AK. Und wird die auch safen. ECFN steht noch mit der Deagle. Versucht noch einen Headshot zu ziehen. Links kam Molly. Hat natürlich verraten, dass da einer steht. Die decken sich gegenseitig. Cyrusson kann sich darauf verlassen, dass CT gedeckt ist. Er kann also sich jederzeit zurückziehen. Schnell oder leise. Jetzt kommt der Peak von links. Und er hat ihn nicht. Er prefired die Ecke. Hätte klappen können. Er wartet auf Dark. Er will den Spieler von Dark haben. Er will Victor haben. Er will. Und er holt ihn sich. Lomme. Bubble pusht ihn. Oscarish mit der Mac 7. Unten an der Banane. Will dort noch ein, zwei Leute naschen. Und Crispy safety AK. Auf A. Neun zu fünf. Ist das das Comeback von Rogue? Drei Runden in Folge. Und die CTs haben jedes Mal gesaved, mindestens eine Waffe. Letzte Runde. Auf der ersten Halbzeit. Es ist übrigens ein BO1. Das heißt, wir werden auf diesem Kanal nur ein Spiel haben. Die HE saß. Kadian verschießt den Schuss mit der AWP. Gut für Attacks an dieser Stelle. Und für ECFN? Nee, er war es nicht. Es war nicht ECFN. Das muss Crispy gewesen sein. Ja, Crispy hatte Glück. Jetzt werden die A-Smokes vorbereitet.
Kurz wird weggesmoked. ECFN hat den Headshot gegen Tensky. Vorteil. Und Banane pusht. Tizian flasht sich selber raus. Kann er dort noch etwas machen? Tastet sich von hinten ran. Und sieht ein. Er hat Bubble in der Mitte gecallt. Jetzt müsste eigentlich die AWP den. Cyrus macht den Frag. Kann den nächsten machen. Er macht den nächsten Frag. Mitte sieht sauber aus. Letzter Spieler verbleibt mit der AWP im Haus. Oben auf dem Balkon. Und er wartet. Cadian ECFN. Sogar auf Inferno ist es mittlerweile Frühling. Vögel zwitschern. Und er holt sich den Headshot gegen Cadian. Will er die AWP noch haben? Wozu? Stimmt. War ja Team Change. GG reich. GG. Wochenendmodus. On. Jetzt können wir mal gucken, was Attacks auf. Oh, Entschuldigung. Attacks auf T-Seite so anstellen kann. Ich bin der Meinung, dass sie etwas sehr Schnelles spielen werden in der ersten Runde. Vielleicht sogar den Endgegner vorschicken. Also der Vorderste kann sich einen Kevlar holen und kriegt einen Tech-9 gedroppt. Quasi eine Art kleiner Tech-Train für die Pistol-Runde. Wenn man schnell die Banane durchgas und kriegt keine HE als Konter, dann kann das sehr gut aufgehen. Aber es gibt keine Tech, es gibt eine Deagle bei Tizian. Tizian hat eine Deagle. Naja. Kann man auch machen. Und keine Granaten. Das wird schnell. Das wird schnell. In der Mitte der erste Munitionsaustausch zwischen Oskarisch und Viktor. Bisher noch nichts Großes und Dramatisches passiert, aber Richtung Banane geht es. Und jetzt wird schnell. Cadian prediktet den ersten Headshot. Zweiten. Den dritten kriegt er nicht mehr. Cyrus ist mit. Die Bombe liegt jetzt aber richtig ungünstig. Bombe ist gedroppt. Er kommt nochmal ran. Er kommt an die Bombe. Jetzt muss geplantet werden. Ihr braucht die Kohle, Leute. Den Plant musst du. Ja, gut. Der Plant wird nicht mehr runtergehen. Ja, die Kohle hätte man brauchen können. Wenn man jetzt geplantet hätte, könnte man eine Full-Eco machen und danach direkt kaufen. Ist leider nicht der Fall gewesen. Somit wird es sehr, sehr schwierig, die nächsten Runden irgendwie gegenzuhalten. Also predikte ich, dass es auf jeden Fall ein 10-8 auf jeden Fall wird. Also das war wirklich, also, da hat sich die Deagle nicht ausgezahlt. Ja, man forst jetzt wieder rein. Das kann man natürlich machen. Man hat den Plant nicht bekommen. Jetzt geht schnell in die Banane, die HE sitzen. Tizian 67 HP. Die gegen HE kommt. Jetzt sieht natürlich die Smoke ein bisschen blöd. Kann man sich boosten? Wird Oskar jetzt hochspringen? Tensky ist am K. Das heißt ja gar nicht mehr K. Das ist ja hier, was weiß ich was, wie das heißt. Irgendwie Holzbretter oder altes Taxi. Man kann planten! Wahnsinn! Oskar, Smoke CT. Jetzt geht schnell auf den Plant. Da wird nochmal die Smoke gepickt. Und Construction geschmoked. Und dann nochmal nachgeflasht. Tizian wird sich jetzt gleich hinhocken. Oder? Die spielen safe? Die spielen safe. Bessere Entscheidung. Lomme in der. Was für ein Timing. Lomme in der Banane. 2 gegen 1. Sehr gut gemacht. Oskarisch und Tizian haben da sehr gut zusammengespielt mit 1 HP. Und 34. Bubble ist in der CT schon durch. Ei. Jetzt muss man aufpassen. Bubble ist onside. Dark Crispy, 1-on-1. Deagle gegen Cadian. Cadian faked. Er hat's gehört, kriegt aber noch einen Shot rein. Der Diffuse geht nicht mehr durch. Er hat kein Kit. Er hat kein Kit. Oh Mann. Cadian. Er hat kein Kit. Jetzt müssen sie Eco machen. Oder holen sich ein paar Pistolen, versuchen vielleicht Predicten auf irgendeinem Spot einfach zu hängen. Er hat kein Kit. Keiner von denen hatte Kit in der Umgebung. Also erreichbar in der Umgebung für ihn in diesem Moment. Gut, Attacks. Alternate Attacks auf dem Vormarsch. Da habe ich mich total verschätzt. Ich dachte, das wird jetzt das 10-8. Wurde es nicht. ECFN mit der AK in der Banane. Hat den ersten Kontakt dort. Schießt ein bisschen. Macht Tensky aber nur halb low. 48 HP verbleiben. Ohne Kevlar und Helm sähe das wahrscheinlich anders aus. Cyrusson versucht oben in den Apartments ein bisschen Information zu bekommen. Wird dort vielleicht ein bisschen Wallbang gleich. Cadian kann gleich mal sich in die Mitte reinflashen. Er hat 2 Flashes, eine Smoke. Die Smoke kommt sehr spät vermutlich. Er möchte diesen Push halt delayen.
Er hat nämlich der einzige Spieler mit der richtigen M4 in der Hand. Zwei UMPs, aber ansonsten zwei Pistolen auf B. Close Range ist das Beste, was man an dieser Stelle dann noch machen kann. Da kommen jetzt Smokes für CT. Man kann einen B-Fake vorbereiten, sodass die drei, also Kadian, rotieren muss. Das scheint jetzt auch gerade der Read von Kadian zu sein, dass es ein B-Goat wird. Es wird ein bisschen geschossen auf B. ECFN. Jetzt wird es ein Argo. Zwei Leute auf A. Eine UMP. Und zwei UMPs auf A. Jetzt wird's teuer. Jetzt wird's teuer. CT wird gepusht. Crispy. Geht über A lang durch. Ist jetzt Onside, kann Onside pieken. Onside ist clean. Man kann den Plant runterdrücken. Oben am Balkon einer. Bubble macht zwei. Bubble macht zwei Leute. Crispy und Tizian fallen. Immer noch oben. Bubble im Haus mit 46 HP. Macht nicht den nächsten. Gott sei Dank. Saracen stoppt ihn da. ECFN ist aber gefallen. Und Oscar Onside. Alter, er macht den goldenen Headshot. Er ist so weiß. Und den dritten macht er komplett blind. Im Spraydown. Gar nicht mal schlecht. Gut gespielt von Attex. Oh, 5 Granaten. Das wird teuer. Mitte runternaden und Bananen runternaden. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Da kommen die Nades. Und sie finden ihre Ziele. Crispy fällt direkt. ECFN hat auch noch die Hälfte. Und jetzt Mannvorteil bei Rogue. Man tastet vorsichtig die Mitte an, möchte dort keine Waffe verlieren. Man könnte jetzt absmoken vor the Library, dass man von A keine Rotation mehr hat. Und durch CT durchgehen. Mal schauen, was sie machen. Sie spielen sehr leise, keiner macht einen Sound. ECFN findet einen. Victor ist down. Im Pit, hat Oscar den im Pit nicht gesehen? Nein, hat er nicht. War nicht möglich, das zu spotten. ECFN hat jetzt denjenigen im Pit gefunden. Kadian fällt. Tizian wird es ein bisschen reinpredikten in die Smoke. In die Library. Findet dort aber keinen. Bubble jetzt mit der Galil und der Deagle. Dort wird versucht werden, dann ein wenig auf Alang noch ein, zwei Kills zu ziehen, wenn sie über die Mitte abhauen wollen oder doch über CT kommen. Da stehen sie recht gut für. 4 gegen 3. Man kann dann noch ein bisschen Eco-Damage machen. Wir werden sehen, wie erfolgreich das sein wird. Jetzt wird man hinterher pushen. Tenski hat die Steps gehört. Macht dort kaum Schaden. Nicht so wirklich erfolgreich und wird fallen. Boom. Bombenradius. Sehr, sehr gut von Attex gespielt. Guckt Cyrusen nochmal oben die Mitte ab, falls er noch einer überlebt hat. Dass er da nochmal einen naschen kann. Ist aber nicht der Fall. Jetzt wieder Fullby auf beiden Seiten. ...13-6. Ich bin echt begeistert davon, wie Attax Alternate Attax das gerade runterspielt. Also, dass es in diese Richtung geht, hatte ich gehofft. Aber dass es so eindeutig gerade ist, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Statistisch hätten die meisten Leute wohl auf Rogue tippen müssen. Auf die Dänen. Da kam gerade der Molotow in den Boiler Room rein, in Hausmeister. Lomme kann da natürlich die Sounds callen, die er da gehört hat. Jetzt wird schnell auf A kurz gehen. Da schießt er ihm einfach durch die Wand in die Knie. Wie frech. Tizian, jetzt wichtig. Jetzt kommen die Nades. Zwei Smokes für den gleichen Spot verwendet. Crispy fällt. Kadian hat dort den richtigen Riecher gehabt, zur richtigen Zeit. Kam direkt rum, als die Granate gezogen wurde. Gutes Timing. ECFN gerade in der Banane. Kann er dort irgendwas machen? Also ich denke, es wird ein A-Fake und B-Go. Bombe ist jetzt auch schon vor B.
Da wird nochmal abgesmoked. Wir hoffen, die Rotation zu hören. Tenski macht mit UMP den ersten Frag. CT. Ja, EZFN steht jetzt da gerade im Crossfire. Ziemlich schwierige Situation. Und fällt. Tizian schiebt nach, will dort den Frag haben. Sprayt ein bisschen rein, kriegt ihn aber nicht. Ein Magazin leer geschossen, nächste AK gepickt und wird abhauen. Bombe down. 14 Sekunden verbleiben. Vielleicht kann man oben noch Bubble kriegen, aber dem ist nicht so. Eine Runde auf das Scoreboard von Rogue. Eine sehr saubere Runde. Jetzt kann man die AKs oder, ja, Galil. Hm. Galil oder AK picken. Gutes Polster für Rogue jetzt an dieser Stelle. Wieder schnell die HEs runter in die Mitte. Und Tizian hat noch ein HP. Ein HP verbleiben bei Tizian. Der Molotov Cocktail wird den Push in die Mitte delayen. Lomme wird ihn jetzt gleich schmeißen. Jetzt kommt der Molly. Und der Damage sitzt. Das hat er gehört. Victor predicted ein bisschen durch die Smoke. Kann er dort einen Frag machen? Wird es jetzt schnell in die Mitte gehen? Lomme ist in der Mitte. Die Smoke kam. Er ist weiß. Aber Cadian. Cadian sprüht einfach rein. 4 Stück für Cadian. One bullet left. 5K incoming. 5K Ace für Cadian. Ist es das Comeback? Ist es das Comeback? Sehr saubere Runde von Rogue. Standardaufbau. Cadian geht aggressiv die Mitte runter, die Nades kommen direkt zum Supporten, dass Crispy dort nicht pieken kann. Tizian geht falsch mit rein. In der Mitte fällt er Crispy, falsche Mitte kann geholt werden. Cadian hat den Kontakt direkt vor Tizian. Bubble hat die nächste Chance. Wird ihm genommen durch die Smoke. Jetzt kann er ein bisschen runter predikten. Er achtet darauf, dass Haus nicht durchkommt. Lomme schießt ein bisschen durch, macht auch guten Damage. Tenski und Victor sind in die Banane vorgepusht und im Fuchsball letzter verbleibende. Tenski wird dort fallen. Tenski fällt. Victor macht den Frag. Sehr schön. Gut gespielt von Rogue. Dort offensiv in die Mitte rein zu naden, dass man ein bisschen Zeit hat, die falsche Mitte zu pieken, ist eine sehr gute Art und Weise, ein bisschen Informationen zu bekommen und auch den Push der Tees ein bisschen zu delayen. Wenn man die Mitte runter nadet, kann man natürlich auch den B-Push nochmal treffen, wenn sie gerade durchrennen, wenn man schnell einen guten Spawn hat. Und wenn dort einer Mitte pieken möchte mit der AWP oder mit der AK im Fuchsbau, kann man mit dieser hochgeschmissenen HE, die halt in der Luft platzt, auch dort einiges an Schaden machen. Also die beste Wahl, an so offensiv zu spielen, von Rogue bisher. Die ist fies, die Smoke. Okay, die macht direkt den Frag. Crispy hat dann nicht ahnen können, dass die AWP schon so offensiv steht. Sie haben die letzten Runden immer offensiver gespielt und je offensiver Rogue spielt, desto erfolgreicher ist es auch momentan. Auf kurz hast du niemanden, Cyrusen. Kann er nicht wissen. Er will Lomme auf lang haben. Bubble steht oben close an dem Balkon, kriegt die Support Smoke. Das ist eine sehr gute One-Way Smoke für ihn. Er kann dort natürlich alles früher callen und es ist eine sehr schnelle Runde. Alternate! Was ist los? Ich glaube, Rogue ist gerade aufgewacht. 4 Runden in Folge. Da werden die Pistolen geholt. Tizian hat wieder den Deagle. 3 Deagles bei Attax. Und was macht Tizian damit? Die HE kommt direkt in die Banane rein und trifft aber ihn mehr als er, die seine Ziele. Crispy unten, Antisters tot, letzter Cyrus unten im Fuchsbau und macht dort noch einen Headshot gegen Cadian. Wird versuchen, dort noch ein, zwei Kills zu ziehen und ein bisschen Economy, also hier Kohle und so, Schaden, um ein bisschen Schaden zu machen. Hat aber nicht geklappt. Ein Spieler rauszunehmen ist gut, 2 ist besser. Zu 11 für Attax nur noch. Das wird doch knapper, als ich gedacht habe. Oder nach, wie es aussah, bis vor 5 Runden. So schnell kann sich das Blatt drehen. Die AWP bei Cyrusen. Der Rauch versäbelt so ein bisschen, was er sieht. Der Repeat kommt. Wird der oben im Boiler den Kill bekommen. Gegen Cadian.
Aber Cadian piekt nicht mehr. Und jetzt spielen sie wieder defensiv. Sehr facettenreich. Duell im Haus. Die AE kommt, Tizian kriegt dadurch ordentlich Kriegt er Schaden? Nein, die AE wurde verworfen. Die ist hinter ihm geplatzt. Die ist an der Ecke gebounced. Die sollte, glaube ich, anders kommen. Tensky ist auf den Blumenkästen, ist umgedreht. Falls die Flash kommt, oder will natürlich auch CT checken, weil A-Lang ist offen. Das heißt, die Ts könnten durchpushen. Dafür stehen Lomme und Tensky natürlich bereit. Es wird ein B-Split, vermutlich. Die Bombe wird jetzt gleich... Oder gehen sie auf Peak? Sie gucken, wo sie den First Track haben und wollen dann da durchgehen. A wäre jetzt natürlich zu empfehlen, weil nur zwei Leute auf A sind. Es wird wieder rotiert. Lomme ist schon im CT-Bogen. Cadian mit der AWP auf Lang. Kriegt doch die Flash jetzt rein, wird aber predicten und kriegt den ersten. Da war er noch nicht weiß. Da hat er schon gesehen, dass er die Schulter kommt. Konnte einfach noch abdrücken und hat den Frag gemacht. ECFN kann jetzt rotieren. Bombe geht jetzt Richtung B-Banane. Zwei Leute nur noch auf B. Da kommt der Molly zum Verspäten, zum Verzögern. Zum Verspäten des Pushes. Und jetzt gleich kommen die Nades. Flash kommt rein, Smoke kommt rein. Und Tensky, super Spawn und Mollied rein. ECFN fällt. Tensky macht den Frag. Tensky macht den Frag. Macht ordentlich Schaden und macht wieder zwei. Das ist frech. Das, also Tensky, der hat gerade seinen Booster getrunken. Den hätte ich auch gern. Schön gespielt. Sehr schöner Boost, der Molly kam perfekt, gutes Timing. Die Nades kamen sehr readable, also sehr lesbar kamen die rein. Rogue konnte das perfekt kontern, hat die Granaten wieder jetzt offensiv, schmeißt und die sprengen schon wieder einen in die Luft. Wie viele Granatenkills gab es in diesem Game schon? 5, 6, ich habe keine Ahnung. Viele. Und wie viel Schaden durch die Granaten gemacht wurde, das ist brutal. Man geht im Standard-Timing aus den T-Stairs raus. Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Granaten kommen. Attex, das könnt ihr besser. Auf dem Graveyard, Bubble, oben, für den Balkon, Lomme wurde geboostet im Pixel Walk, ach ne, ist gar kein Pixel Walk an dieser Stelle, das ist die Palette. Es gab übrigens ein Update, jetzt bei CSGO über Valve, über Steam, und da sind ein paar Pixel Walks wieder rausgenommen worden, also es gibt nicht mehr alle Pixel Walks, die bekannt waren, ich weiß noch nicht, welche genau gefixt wurden, welche rausgenommen wurden, aber ein paar sind wohl rausgenommen. Die Bombe geht Richtung B. Close steht Oscaris schon. Crispy hat die Aave. Geht nicht mehr in den Scope und aus dem Scope raus, weil das würde man hören. Dort wird er jetzt auf die Graves, auf die Särge mal aimen. Sieht dort aber keinen Kopf. Und er schießt durch die Smoke und hat ihn. Da hat er wahrscheinlich seinen Namen kurz blitzen sehen. Crispy, Close, jetzt links. Kriegst du ihn? Oscaris macht den Kill. Jetzt kommt der Plant rein. 20 Sekunden noch. Tizian, Top Position. Macht den nächsten in der CT. Der wollte über Highway verschieben. Tizian, Key Position. Sehr gut. Jetzt 14 zu 12 möglich. Attacks. Auf geht's. 3 gegen 1. Letzter kommt Banane. Crispy aimt ab. Die Resmoke sitzt. Er muss durchpushen. Da kommt die Flash rein. Crispy weiß jetzt, dass der Letzte kommt in der Smoke. Wird er durchpredikten? Er hört ihn. Und holt sich ihn. Crispy. Sehr schön gespielt. Sehr gut. 14 zu 12 für Alternate Attacks. So eine Runde ist ganz wichtig. Und Tactical Timeout. Wir können die Pause ein bisschen überbrücken. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sehr gerne im Chat noch was fragen. Wir schauen mal ganz kurz aufs Money, während wir warten. Die CTs sind so entspannt von der Kohle her. Die können die nächsten Runden bis zum Ende des Spiels durchkaufen. Alternate aber nicht. Bisher, sie können reinforcen. Man kann, Crispy kann noch eine AK legen, dann kann man auch bei ECFN voll kaufen, beziehungsweise Cyrusen kriegt auch noch eine AK. Man kann jetzt die Runde voll kaufen, das ist wichtig. Einer ist gedroppt, Oscaris ist gedroppt.
Streamst du nachher noch privat, Friedrich Joshua? Weiß ich nicht. Wenn ich die Zeit finde, ja, würde ich nachher noch privat auch live gehen, online gehen und ein bisschen selber spielen mit den Viewern. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich auf meinem Kanal auch finden. Reich-Lich auf Twitch. Also Reich-Lich, nur mit einem Unterstrich in der Mitte. Ich weiß gar nicht, wie der auf Englisch heißt. Tja, Oskarisch hatte ein Disconnect. Aber ich habe gesehen, dass er schon wieder das Spiel gestartet hat. Also er ist schon wieder unterwegs. Also wird die Pause nicht allzu lang dauern. Ich sehe, einige haben auf Rogue getippt und auch sogar Geld. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Hier ein Dollar, da ein Euro. Ich würde es euch für die Geldbörse, würde ich euch es gönnen. Reich unterstrich privat? Nein. Reich unterstrich... Nein, nein. Reich unterstrich Licht. Ich weiß nicht, welcher Link das da ist. Wie lange würdest du gleich streamen? Oh, das weiß ich nicht. Hast du die in deiner Freundesliste oder was? Ja, habe ich. Ich habe die in meiner Freundesliste tatsächlich. Oskarisch habe ich in der Freundesliste. Einige von den Spielern habe ich. Wow. Rainbow hat $50 auf Rogue gesetzt. Das ist natürlich... eine Ansage. Rogue can win this? Of course, yes. Natürlich. Eine 12er-Kombo-Wette mit Rogue. Das wäre krass. Das wäre... die zu setzen, wenn die... Also ich würde es dir gönnen, allein für dein Portemonnaie. Aber noch ist das Spiel nicht durch. Oscar ist übrigens wieder da. Jetzt gleich dürfte es weitergehen. Stream mal gleich schön lange, dann habe ich noch was vom Stream. ich weiß noch nicht, ich muss das gleich mal abklären, wie ich heute Abend noch, wie lange ich noch sein kann, wie lange ich noch online sein kann. Ich habe nämlich noch eine Verabredung. $66 auf Rogue. Oh, Minimoog. Das ist viel. Du wettest mit Bitcoins. Alter Verwalter, das ist doch dieses, ein Bitcoin ist doch irgendwie $1200 wert oder so, ne? Deswegen muss man irgendwie 0,013 Bitcoin und sowas aufsplitten. Man kann die ja so klein splitten, wie man möchte, wenn ich es richtig gehört habe. Habe mich damit auch noch nicht so beschäftigt. So, es geht weiter, die Pause ist vorbei. Kann Alternate Attacks jetzt das Draw schon mal safe machen und sich die Matchbälle sichern? Oder wird Rogue jetzt die Runde holen und muss damit Attacks in eine Eco zwingen? Wir werden es erleben, in wenigen Sekunden, spätestens in 2 Minuten wissen wir, wie es ausgegangen ist. Mit dieser Runde. Ein Bitcoin of Rogue. Klar. So, jetzt geht man nicht mehr in die Standard-Timings rein. Sehr gut. Crispy wurde da nicht gehittet. Kam rechtzeitig nochmal weg. Die Double Smoke war ein bisschen überflüssig. Bubble macht den Molotov-Kill gegen Tizian. Oscar holt sich den Kill. Tensky macht zwei. Tensky macht zwei. Tensky macht den dritten mit der Kobe-Nay. Da schmeißt er die Zwiebel in sein Gesicht. Crispy weiß, dass im Pit noch einer steht. Crispy, letzter Verbleibender mit der AWP. Sehr riskant gespielt von Attax. Und Cadian holt sich ihn. AWP-Duell gewonnen für Cadian. 13 zu 14. Rogue. Comeback. Jetzt hat Attax natürlich Zugzwang. Da kommt die Eco. Nicht demoralisieren lassen. Alternate kann jetzt einfach irgendwo schnell reinrennen. Die Runde schnell zumachen. Oioioi, da kriegt Cadian tatsächlich noch den P250-Schuss ins Gesicht. Hat noch 25 HP. Tensky macht den nächsten Headshot. Im Flug hüpft einer hoch, will gucken, sagt Kuckuck. Tensky 2. Tensky sieht den dritten am Wood rumspringen. Kriegt den Kill aber da momentan noch nicht. Bubble hat oben. Tensky macht den nächsten. 4K für Tensky. ECFN, letzter Verbleibender im Boiler Room, im Haus, bei A. Bubble wird dort gut stehen. Lomme weiß, dass er raus ist. ECFN fällt gegen Lomme. »31-17 von Tensky.«
Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. 31-17. Bei so einer schlechten ersten Halbzeit. Ich habe jetzt nicht genau gemerkt, wie viele Kills er in der ersten Halbzeit hatte. Aber das dürfte nicht viel gewesen sein. Jetzt geht's mit den Galils und UMPs und AKs ganz schnell die Mitte hoch. Jetzt kommt die HE wieder, die wird wieder Schaden machen. Wird sie nicht, da war noch nicht hochgepiekt. Glück gehabt für Attax. Sie haben daraus gelernt, so schnell zu pieken. Sie haben daraus gelernt. Jetzt geht's langsam nach vorne. Man hat noch ein paar Flashes, mit denen man supporten kann. Man kann sich in die Mitte reinflashen. Kadian ist sowas von Gold. Er hört die Steps. Er vermutet in Apartments jemanden. Steht schon an einem Boiler. Bubble wartet auf das richtige Timing mit der HE. Kadian will nicht von hinten geholt werden. Mollyt kurz die Mitte. Zieht sich zurück. Jetzt geht's schnell Richtung A. Wird die Bombe durchs Haus gehen? Bubble steht da aber noch. Bubble das Hindernis. Gute Gegenflash. Nochmal reingesmoked. Die Rotation kommt aber nicht. Sie sind sich sehr sicher, dass sie den Push durch die Smoke aufhalten können. Tizian. Jetzt kommen die Smokes für kurz. Jetzt kann der Go gecallt werden. Die Rotation kommt rein, die Smokes kommen. Bubble ist so weiß. Holt aber den ersten. Fällt. Jetzt geht's schnell. Victor, Lomme onside. Wird dort geholt von ECFN, von Crispy. ECFN wird jetzt planten. Crispy mit der AWP supported. 2 gegen 2. Und safe runterspielen. Macht es zu eurem Game. Victor. Hat ein bisschen auf Pit predicted. Crispy kriegt die HE aber nicht ab. Er fällt. Er hat ihn springen sehen. Er hat ihn springen sehen. ECFN letzte Onside wurde gecallt. Der Diffuse kommt rein. Das ist der Matchball für Rogue. Was für ein Vorteil Attax da verspielt hat. Das ist unglaublich. Aber ich rieche eine Overtime. Mein Uterus leuchtet. Attax ist immer noch heiß. Der wird gekauft. Was geht? Cyrusen hat sich die Nades geholt. Ein Full Kevlar und Helm mit einer Tech 9. Mal gucken, was er damit machen kann. Bin ich gespannt. Mitte Smoke liegt. Der Molly verpufft. Crispy ist schon tot. Da steht man in der Smoke. Will dort ein bisschen die Smoke zum eigenen Vorteil nutzen. Jetzt wird sich reingeflasht. Und Alang steht. Kadian steht safe. Hat dort natürlich ein bisschen Stress, aber Lomme supported. 16-14. So dreht Rogue dieses Dingen. Das ist unglaublich. Ey, das ist unglaublich.